Schaut doch schön aus. Noch mehr. Ach, verdammt. Ja, ich würde sagen, der ist angepisst. Ich danke euch, Freunde. Ohne euer zeitiges Erscheinen wäre mein Tod langsam gewesen, aber unvermeidlich. Du kannst sprechen? Toll, und da fehlt die Audio. Sprechen. Ach, aber jetzt. Natürlich. Die großen Adler des Nordens können genauso gut wie jeder Mensch sprechen. Ich heiße Belaram. Meine Heimat liegt im Nebelgebirge. Und ich diene Gwaii hier, dem Herrn der Adler. Wem verdanke ich meine Rettung? Ich bin Eradan, ein Dunedain aus dem Norden. Und meine Begleiter sind Andriel und Farin. Dann stehe ich in deiner Schuld, Eradan von den Dunedain. Und in der deiner Freunde. Warum bist du hier? Wie wurdest du gefangen genommen? Hast du hier Elben gesehen? Ich würde erstmal fragen, wie sie mich ihn gefangen genommen haben. Wie haben es die Goblins geschafft, dich gefangen zu nehmen? Ich war unvorsichtig und die Goblins waren gut vorbereitet. Sie haben Kriegsmaschinen benutzt, um Bolzen abzufeuern, die um mich herum explodierten. Ich war betäubt und fiel vom Himmel. Als ich zu mir kam, war ich gefesselt und hilflos, so wie ihr mich gefunden habt. Und, ja, hast du hier Elben gesehen, wäre auch mal. Uns wurde gesagt, wir können hier Verbündete finden. Hast du irgendwelche Elben in der Stadt gesehen? Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich Waffengeklirre und Geschrei von Goblins in der Nähe. Ich nahm an, ihr wart die Ursache. Aber vielleicht gibt es noch andere Verbündete in der Stadt. Ich kann nicht sagen, wo sie sich jetzt befinden. Okay, und warum bist du hier? Was hat dich nach Fornost geführt? Ich schweife oft weit über die Länder im Norden und sammle Neuigkeiten für meinen Herrn Gwaii hier. Als ich hier Aktivitäten sah, wurde ich neugierig und bin tiefer geflogen, um sie auszukundschaften. Ah ja, und was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Goblins und andere fiese Wesen arbeiten in den Ruinen. Sie scheinen sich für den Krieg zu rüsten. Sie bauen Belagerungsmaschinen und tragen ein Waffenarsenal zusammen. Und wer, als wüssten wir es nicht schon längst, ist der Anführer von diesen kleinen Maden? Hast du irgendeinen Hinweis entdeckt, wer dieses Gesindel anführt? Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Die Goblins gehorchten seinen Befehlen. Wer er ist, kann ich nicht sagen, aber er verbreitete eine Aura der Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Agandar, er muss es sein. Kennst du diesen Mann? Er dient dem dunklen Herrscher. Wir müssen ihn finden und ihn vernichten, wenn wir können. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Wenn wir es auf die Mauerkuppe schaffen, können wir vielleicht die Maschinen zerstören. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe, die zur Mauer führt. Die Maschinen sind sicher gut bewacht. Wir haben kaum eine Chance, die Orks zu überrumpeln, wenn es nur einen Weg dorthin gibt. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Wenn wir Glück haben, kommst du unbeobachtet oben auf die Mauer. Ja. Das ist jetzt auch eine gute Frage. Nehmen wir das Angebot an oder stürzen wir uns mitten hinein? Da ich ja einmal bin, der nach dem Motto No Risk, No Fun lebt, würde ich sagen, es ist zu gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass du dich zur Zielscheibe machst. Ich bin jetzt besser gerüstet. Ein zweites Mal werden sie mich nicht so leicht vom Himmel holen. Oder er macht's trotzdem. Also gut, gehen wir. So, du schwingst dich hoch und ich muss jetzt erstmal gucken, was denn kaputt ist. Ach, mein Schwert, na großartig. Ach so, noch nicht kaputt, aber nah dran. Okay, das hält noch ein bisschen. Aber erst einmal müssen wir jetzt das Zeug hier einsammeln, was die niedergelassen haben. Und erstmal hier die Truhe plündern. Kampfstopp. Oh Gott, Kampfstopp des Jägers. So, hier wäre wieder ein Blümchen, was wir aber nicht pflücken können. Das sammeln wir noch auf. Und dann haben wir hier drüben noch ein Fässchen. Und da haben wir noch ein Kistchen. Und ein Fässchen. Ja gut, wenn ich dann dauernd mit dem Schwert gegen den Dings schlage, gegen der Fell, Stein, dann ist auch kein Wunder, warum es in die Brüche geht. So, hier haben wir noch eine Truhe und ein Fass, Quatsch, eine Kiste und Fässer und Kisten und... Tja, da frage ich mich, wo haben die das ganze Zeug hierher?
Und seit wann tut man Gold in Kisten und Fässern lagern? So. Na. Oh, na das sieht doch mal schöner aus. Das plündern wir alles einfach mal und gucken mal nach. So, Armschiener haben wir, sehr schön. Dann haben wir jetzt noch einmal den gleichen Bogen. Das ist, ja, gut, egal. Keule des Wächters von Fornost. Oha, der ist stärker als... Ja gut, inzwischen ist eigentlich auch schon alles stärker als meine Waffe, weil sie eben schon ziemlich in die Brüche gegangen ist. Ja gut, machen wir halt... Ach Quatsch, anders, so hier. Ach so, aha. Hä? Kann ich die nicht in der zweiten Hand legen? Ach so, das muss ich erst skillen. Ach ja. Aber wir haben sowieso ein Level-Up, da können wir das gleich mal machen. Das ist dann nicht das Problem. So, dann nehmen wir mal noch etwas. Genau, nehmen wir mal alle drei in Geschicklichkeit. Änderung beibehalten und dann skillen wir hier mal Beidhändigkeit. Ja, Änderung beibehalten und dann wieder hier hin. Und jetzt können wir so machen. Haben wir eine Keule in der einen und ein Schwert in der anderen Hand. Und damit durften wir jetzt wieder gerüstet sein. So, ist sonst noch was hier? Nö. Nö, nö, nö. Gut. Hopp. Ach, hier sind noch ein paar Kisten. Zack, zack. So. Das durfte es jetzt gewesen sein, dann machen wir uns mal auf. Ach nee, hier. Was hier nicht so alles rumsteht. So, hier sind noch Kisten. Und hier. Ach, was man hier nicht so alles findet. So, was ist das hier? Enter zum Benutzen. Ach ja, hier können wir nach Bre zurückkehren oder was kaufen und verkaufen. Ist jetzt nicht sonderlich realitätsnah, aber wenn man hier sowieso schon sprechende Adler hat, dann sollte man wirklich nicht auf Realität appellieren hier. So, können wir eigentlich gleich mal verkaufen. Reparieren können wir hier leider nicht. Das ist ein bisschen schlecht, aber naja, können wir jetzt auch nicht ändern. So, verkaufen wir das. Das können wir verkaufen, das... Doppelhandschwert können wir jetzt verkaufen. Das können wir verkaufen. Das andere behalte ich mal. Und den Plunder hier unten können wir verkaufen, der immerhin eine Menge Geld gibt. Trinkhorn. Das können wir verkaufen. Zeremoniedolch, Teller, Zepter, Keramikurne. So. Zurück. Und dann gucken wir mal, was wir kaufen können. Ein neues Helmchen. Das lassen wir aber erst einmal. Rüstung des Reisenden. Das kostet, ja, gut. Was haben wir sonst noch? Pfeil und Bogen. Mhm. Was ist das? Großschwert des Jägers. Achso. Haben wir wieder ein Zweihandschwert. Ich wusste, stimmt. Schild kann man auch tragen, aber ich bin nicht so wirklich der Schildtyp. So, neue Hosen. Ja, komm. Neue Hose kann man immer gebrauchen. So, wir haben ja genug Kohle erstmal. Dann kaufen wir auch gleich noch das hier. Das will ich irgendwie nicht. Aus Prinzip will ich das nicht. Hat man hier was Besseres? Ja, die Nürburgstiefel. Und hier... 180 Gold für ein Fläschchen. Oh Gott. Ja, Preis für 15, 20. Da brauchen wir jetzt gerade mal ein paar. Und Heilmittel... Ja, haben wir bisher noch nicht gebraucht, da würde ich das jetzt auch noch nicht kaufen wollen, jetzt wo wir noch nicht so viel Kohle haben. Aber wir statten uns erstmal neu auf und verkaufen dann das alte Zeug. So, ach, sieht doch gleich mal ein bisschen schicker aus. Dann, ach ja, das ist noch das. Hier die Beine und die Stiefel. Und das war's ja eigentlich auch, mehr hatten wir ja nicht gekauft, genau. So, dann nochmal verkaufen. Das verkaufen, das verkaufen und das verkaufen. Haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. So, und damit war es das auch schon. Genau. So, sind wir gerüstet und dann würde ich sagen, ab dafür. So, weiter. Ach ja, und damit sind wir beim ersten, ich weiß gar nicht, ob man, Kapitel hieß das, glaube ich. Erstes Kapitel sind wir durch.
Wir haben den Adler befreit, haben ein paar Orks geschnetzelt, wie es sich gehört, und Goblins. Und aktueller Bereich Haupttor, ja genau, Schwierigkeit ist normal. Geheimnisse gefunden, 2 im Level sind insgesamt 5 Geheimnisse versteckt gewesen, da haben wir 2 gefunden, naja. Ich will da jetzt auch nicht die ganze Zeit verplempern, indem ich die ganzen versteckten Gimmicks und so finde, das wäre dann auch ein bisschen, naja, würde ich mal sagen. So, Charakter behalten wir, dann gehen wir mal einfach auf Fortfahren. Da, da, da. Altlinks, ja, das ist dann Pfeil und Bogen, genau. Ich persönlich bin ja ein Herr der Ringe-Fan. Ich mag einfach vor allem die Filme, finde ich toll. Bücher habe ich jetzt eigentlich nur Der kleine Hobbit gelesen, bei dem ja bald der Film rauskommt, den ich mir auf alle Fälle angucken werde. Und da fliegt da auch schon der Adler. Und da sind wir. Klein neben einem Haufen Kisten. Bogenschützen! Und zwar schnell. Belaram ist in Gefahr. Genau. Wir können die Maschinen einfach von der Mauer stürzen. Ach ja, wie ich das liebe, wenn die Synchronisation nicht zum Untertitel passt. So, gehen wir weg. Genau. Machen wir das hier mal noch. Na. Jetzt, gut. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was uns erwartet. Ach verdammt, was ist das denn? Was ist das für eine Teufelei? Ein zaubernder Goblin. Habt ihr gesehen? Jemand schlägt sich einen Weg durch die Goblins. Zack, zack, zack. Na. Ach verdammt, der blockt schon. Au. Na komm, gib endlich mal den Geist auf. Genau. Ich helfe mal kurz dem Zwerg. Bösartige Schriftrolle. Aha. Sehe ich gerade im Augenwinkel, ob wir da bekommen. Bumm. Hat's gemacht. Ich habe nichts mehr. Na komm. Es hat doch keinen Sinn, sich mit mir anzulegen. Ja, die kommen auch wie die Flöhe, das ist ja... Zack, jetzt aber nicht mehr. So, hier haben wir jetzt den ersten, die erste Ballista. Eine Maschine müssen wir noch zerstören. Dann schieben wir sie mal runter. Und tschüss. Wir haben etwas von ihrem Speckpulver oben auf dem Turm. Diese Ruinen sind nicht solide. Ja, eigentlich sollte er jetzt lachen, hat er auch nicht gemacht. Ach verdammt. Erstmal auf den Magier. So, der ist Geschichte. Jetzt können wir uns um die glänzenden kleineren Viecher kümmern. Na. Jetzt. Genau. Wollte gerade nicht so, wie ich das wollte. Oh, wir schnetzen aber wenigstens gut was weg. Unsere Gefährten werden übrigens alle automatisch equipped und geskillt. Also wir machen da gar nichts. Die werden selber. Die bekommen selber ihre Fähigkeiten und selber ihre Ausrüstung. Da haben wir nichts mit zu entscheiden, außer ich würde mit Kumpels spielen und die würden dann in die Rolle von den anderen schlüpfen. Die würden dann für ihren Charakter auch die Sachen bekommen und skillen. Oh, und da haben wir wieder Neues. Erstmal stürzen wir das runter und dann können wir uns um das Equipment kümmern. Und ab dafür. Ja, ist doch schon geschehen, Mensch. So. Unser Weg ist jetzt frei. Hä? Warum geht das jetzt auf? Ach, ich frag lieber nicht. Ich kümmere mich erstmal um das Equipment. So, da haben wir jetzt eine Axt gekriegt. Die ist allerdings schlechter als das, was wir haben. Also kann es uns egal sein. Tja, dann geht's mal weiter. Zack. Mal schauen, mit was wir uns jetzt auflauen. Die Adler entkommen lassen.
Mal schießen wir, um zu töten. Aha, gut. Wir werden uns wochenlang an Adler freischlafen. Labert er noch weiter? Weil ansonsten würde ich das jetzt unterbrechen. Ja, ich unterbreche einfach mal. Es ist gut, ein Grüß Adler Gott. Ach ja, stimmt ja. Adler war die 4. Genau. Zack. Damit hat sich das mit Adlerfleisch, ne? Würde ich mal so sagen jetzt. Einfach, weil ich es kann. Hier, Leute, lasst meine Leute in Ruhe. Zack. Gut, der ist tot. Au. Ist aber nicht die feine englische Art. Leute. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Danke für die ja, Superkräfte, genau. Ich bin Superman. Zack. Diese Kreatur bringt Feuer. Na, erstmal hier. Die können uns ja nicht viel. Ich sollte vielleicht öfters den Adler rufen, aber da habe ich jetzt nicht wirklich die Lust dazu, weil die Federn, um den zu rufen, sind recht selten. Ich habe nichts mehr. Zack, und weg. Hä? Ach, oh, nein, halt! Verdammt! Mist. Naja, war nur ein Mana-Trank. Schild und Plunder. Toll. Nichts, was uns interessiert. So, plündern wir mal wieder ein bisschen. Die brauchen es ja sowieso nicht mehr. So, Münzen einsammeln. Ansonsten haben wir alles. Gut, geht's weiter. Ach, was? Das war jetzt auch schon... Das war jetzt aber extrem wenig. Naja, gut, egal. Ja, das eine Geheimnis haben wir gefunden. Gesamter verursachter Schaden. Ja, naja, wir spielen halt nicht KI. Wir sind halt natürlich besser. Zahl der Brüche. Wüsste ich jetzt auch gern, was das ist. Aber egal, wir fahren fort erstmal. Ja, blocken ist halt Control. Oder ich habe es mir auch noch auf die rechte Maustaste gelegt. Da komme ich dann auch öfters ran. Apropos. Mal schauen, was jetzt kommt. Dann werde ich nochmal schnell in die Optionen gehen. Ach ja, und es lädt und es lädt. Ach, wie friedlich es hier doch ist. So, jetzt bevor es hier weitergeht, erstmal unsere Einstellungen, Eingabe, Tastaturkonfiguration, genau, ausweichen. Blocken. Ach ja, genau. Zielen. Blocken, rechte, genau. Richtig, genau. Akzeptieren und zurück. Fortsetzen. Äußere Wachanlagen. Ja, ganz vorne scheint sie noch nicht zu haben. Hier ist es nämlich gerade mal sehr ruhig. Frei. Gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht, doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. Ja, wird's aber vermutlich nicht. Und da vorne können wir wieder verkaufen. Komisch, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, waren sie nicht so groß gesät, die Punkte jetzt. Ich wollte schon sagen, wollte es jetzt nicht. Was hatten wir denn? Ach ja, genau. Schild haben wir bekommen, das brauchen wir aber nicht. Und die Axt. Und ansonsten haben wir ja auch noch nichts Neues mehr. Außer dem Plunder natürlich. So, verkaufen, 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 verkaufen. Kaufen. Da hätten wir jetzt neue... Ach, ja, irgendwie lohnt es sich da nicht wirklich jetzt hier was zu kaufen, wie ich merke. Einhandschwert. Oh Mann, ich merke schon, dieses Mal werden wir arm, weil ich werde jetzt einfach... Das Geld können wir sonst für sonst nichts gebrauchen, deswegen werde ich es hier immer jetzt ausgeben.
So, das kaufen wir einmal. Dann kaufen wir das einmal. Das kaufen wir einmal. Das ist ein Zweihandschwert. Kaufen wir das mal. Na, verbeulte Handaxt, das ist jetzt nicht das, was ich mir so vorstelle unter schönes Equipment. Das kaufen wir und ich glaube dafür, ja, haben wir auch noch Gold. So. Jetzt gehen wir wieder in die Inventare und alles vollkommen neu ausstatten. Das helle Flamme war das, Sonnenaufgang. Bündnis, damit haben wir jetzt zwei von einem Set. Statt dem Schwert werde ich das hier nehmen. So, Hose. Und Stiefel neu. Und dann verkaufen wir.